Seid ihr es gewöhnt, ohne große Blessuren hier vorne stehen zu sehen? Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, kurz hat Spaß gemacht, es war anstrengend sicherlich, aber das Turnier ist doch im recht fairen Maße durchgeführt worden. Und wie schon vorhin angedeutet, begrüßen wir zwar Sie, den Vizepräsidenten des Fußballvereins Sachsen-Anhalt, Matthias Elbrich. Ja, ich war ja noch nicht so, ich musste noch Luft holen, das hat alles gehabt. Okay, bevor wir die Ehrungen jetzt im Detail bis zur besten Spielerin, Torschützen etc. durchführen, möchten wir uns den letzten 8 bis 5 widmen. Den 8. Platz von hier gibt es hier in solchen Turnieren nie. Es gibt immer nur Gewinner, da sind wir, weil wir Sport treiben. Also, den 8. Platz belegt die Mannschaft. Jetzt muss ich gucken hier. Ja. Aus Bad Nürnberg. Siebter diesen Turnier wurde die Mannschaft von MSV Wernigerode. Den 6. Platz, und das obwohl ungeschlagen, belegt die Mannschaft des Hallischen Fußballclubs. Die waren heute die innersten Könige. Das heißt trotzdem herzlichen Glückwunsch. Den 5. Platz belegt die Mannschaft von Rot-Schwarz-Ettlau. Bevor wir jetzt in die Auszeichnung der Platzierten nach unten, also sprich in die niederen Zahlen zwischen 4 und 1 kommen, möchten wir uns natürlich auch bei unseren Schiedsrichtern, die uns heute hier so, ich denke mal, objektiv durch das Turnier begleitet haben, bedanken. Wir bedanken uns bei Frank Schinke aus Bernburg, bei Daniel Otto, ebenfalls aus Bernburg, und bei Mike Fuller aus Unterburg. Recht herzlichen Dank und ich denke, auf dem Feld die Leistungen zu bringen, die ihr hier in Würde vorab gegeben habt. Gut, okay, dann kommen wir zu den Einzelauszeichnungen. Da hat sich hier eine Kommission gebildet, die hat hier über diese Auszeichnungen entschieden. Wir fangen einfach mal da, wo es am einfachsten ist, denn die Torschützen kann man nicht kopieren, die kann man auch nicht manipulieren, sondern die sprechen die Tore, die erzielen für sich. Beste Torschützin war Yvonne Würzler von der ersten Mannschaft des Fußball-Frauen-Fußball-Machterinnen mit 9 Toren.
eines noch mal ein oder andere. Ich meine, wir hatten ja vorhin alle die Situation gesehen, im Halbfinale, weil sich ihre Spielerin von Döler verletzt hat. Und fairerweise, obwohl der Schiedsrichter gar nicht abgewürfen hat, wurde der Ball jetzt ausgespielt. Ich denke, das ist eine Würdigung mehr, dass wir hier den Fairplay-Preis vergeben und das betraf in der Spielerin des Magdeburger Frauenfußballclubs Johanna Kaiser. Also nochmal herzlichen Glückwunsch an den Tennisfahrer, den Herrn Backlohn, zur Bronzemedaille. Die Silbermedaille im zweiten Platz in diesem Turnier belegt die Mannschaft von Blau-Weiß Döhlau. Auch welchen herzlichen Glückwunsch, alles Gute für eure weitere sportliche Zukunft. Herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft von Fußball, Johanna Döhlau. Es bleibt uns eigentlich nur noch eine Mannschaft übrig. Souveräner Landesmeister 2014 wurde die Mannschaft des Achtmauer Frauenfußballclub, die erste Mannschaft, mit einem 3:1 Endspieler erfolgt nur Blau-Weiß Döhlau. Herzlichen Glückwunsch! Thank you.
Ich bedanke mich jedenfalls.